Huse Leute, willkommen zu einem neuen Part von Dark Souls Minute 4. Die Kamera ist ein bisschen schief. So, wo ist wieder richtig, wie es sein sollte. Und ich weiß ja noch nicht, wie man da hinten hinkommen soll. Es ist einfach ach. Ich weiß es aber nicht. Aber es soll mir jetzt auch gerade egal sein. Ja, mal aufdüsen bitte. So, man kann da auch dann sicher durchrollen. Das ist auch eigentlich nicht ein Problem. Nur ich kann es halt nicht. Das ist dann schon ein Problem. So, das Problem ist jetzt einfach. Vor dir tot? Ja. Da wäre ich auch noch drauf gekommen, du Arsch. So. Das ist einfach eine saugefährliche Stelle. Wo muss ich denn am besten halten? Alter, ich. Das ist halt wirklich so schwer zu erkennen. Am besten da wirklich vor der Kuhle, oder? Alter, ey. Ich hatte jedes Mal mein Herzkasper davor. Ey, das ist aber auch immer super knapp. Wer kommt denn da? Wer hat mich denn da gesehen? Was soll's. So. Alles klar. Ja, der war das nämlich. Der Typ da. Man kann jetzt durchlaufen, dann, ja, da links laufen, den angreifen. Oder? Spring doch mal runter. Komm, spring mal runter. Nee, der bewegt sich kein Stück. Oder warte. Geht der immer ein Stück weiter nach hinten, wenn er das gemacht hat? Eigentlich müsste er schon längst runtergefallen sein, oder? Wenn das so ist, reicht vielleicht ein Bogenschuss, um ihn runterzuballern. Jawohl! Sehr geil. So, sehr, sehr schmalspurig hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich könnte auch hier rüber hüpfen. Aber das ist mir tatsächlich zu gefährlich. Ich gehe jetzt einfach wieder hier hin. So nah ran, wie es geht. So, guck mal, wie tief es drunter geht. Es ist so krass. Okay. Noch ein bisschen näher. Und dann nach dem zweiten halten. Okay. Das war schon ganz gut so, oder? Wie ich gestanden bin. Ja, das war sogar sehr knapp. Okay, Achtung. Hier gibt es jetzt wieder zwei Auslöser für eine Falle. Du triffst er natürlich nicht. So, da kann ich auch wieder runterspringen. Ist das dann vielleicht die richtige Stelle, wo ich runterspringen muss? Aber das sieht mir schon fast schon zu tief aus. Ja, das ist auch zu tief. Ach, alles anderes hier. Alles anderes. Wenn ich nur wüsste, wie man da hinkommt. Ich weiß es aber nicht, Leute. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ach, ist einfach so. So. Wo war das denn jetzt, wo man... Na? Nicht hier? Ach, nee, Quatsch. So. Wo war das denn jetzt? Hä? Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Eigentlich müsste da oben eine Öffnung sein irgendwo. Da müsste irgendwo eine Öffnung sein. Das verwundert mich gerade ein wenig. Irgendwo müssen wir da runterkommen. Ach nee, das ist da oben. Ah, okay. Das ist da oben. Da sind die Öffnungen, die ich meinte. Ja. Und ab durch den Nebel. Und dann sind wir schon fast am nächsten Leuchtfeuer. Aber das wird auch mal saugefährlich, dahin zu kommen. Das könnt ihr mir glauben. So, denn es ist noch ein Riese. Jetzt wissen wir auch, wer mit den Steinen da rein tut. Der Riese tut die da rein. Okay. Aber das war's noch nicht mit den Mysterien. Hier geht's hoch. Hier geht's aber erstmal runter. Das möchte ich erstmal machen. Okay. Okay, okay, okay. Da ist wieder ein Boulder. Knight. Komm mal rein.
Kann ich ihn so treffen? Ja, ich kann ihn so treffen. Sehr gut. Ja, den konnte ich einfach so erwischen. Sehr schön. 500 Seelen geben die mittlerweile. Sehr gut. Aber die sind auch wieder gefährlicher geworden. Und ich glaube, diesmal können die auch eine gute Waffe droppen, nämlich das Boulder Sidesword. Sehr beliebt, sehr, sehr beliebt sogar. Habe ich noch nie benutzt. So, dürfte noch einer sein? Genau. Und das mache ich selber. Ach, schade. Ja, die Typen sind wieder relativ gefährlich. Und, Stitz. Na, nicht geholfen. Ich wollte eigentlich backstabben. Jawohl. So ist das Backstabben richtig. Oh, gibst du mir das Schild? Ah, oh, nur eine kleine Scherbe. Na gut. Hier gibt es auch noch was Tolles. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war der Feuerring, oder? Ja, der Flammenscheinplattenring. Ey, wie ich ihn liebe. Der ist so göttlich, Leute. Der ist so göttlich. Einer meiner Lieblingsringe. Besonders, wenn man dann in Feuerring gegen unterwegs ist. Feurige Umgebungen? Wo könnte das wohl sein? Auf jeden Fall da. Ihr habt eben gesehen, da war auch noch eine Seele. Da. Aber da kommt man nicht hier rüber. Man muss dann schon ein bisschen von da oben runterspringen, um das zu machen. Und nicht immer ganz ungefährlich. So, jetzt kommt die Stelle. Oh Mann, oh Mann. Achtung. Also, das war vorhin eine Sache, da habe ich den Typen mit Giftpfeilen abgeschossen und habe den Typen dadurch irgendwann gekillt. Ich habe den immer mit dem Bogen abgeschossen, aber eine Pfeile dürfte für den Typen jetzt nicht reichen. Das habe ich auch extra so gemacht, weil ich möchte diesmal ja auf alle Art und Weise zum Typen kommen. Und los. Ich bin nicht erstmal sicher. Da ist das erste, das nächste, was explodiert. Ja, Typ wirft momentan gar nicht. Doch, wirft doch. So, das werde ich mir so nicht tun. Das ist mir viel zu gefährlich. So, hier ist was explodiert. Hier stehen bleiben. Da hinten ist auch noch ein fetter Gegner wieder. Aber ich muss erstmal zu den Typen kommen. Ja, ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Ja, ist in Ordnung. Jetzt lauf, 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 Alter. Oh, das war knapp. Alter, Walter. All die ganzen Seelen hole ich mir später. Hole ich mir alle später. So, wo ist das nächste, wo es explodiert? Hier schmeißt du da hin. Gut. Ah, hier schmeißt das nächste, das sendet sich gerade. Hahaha. Ich laufe jetzt erstmal komplett durch. Ich muss ja erstmal komplett durchlaufen. So. Da hinten ist wieder so ein Boulder. Nein, genau. Hau mal zu. Dann hau ich auch zu. Oh nein, jetzt brauchst du dich wieder deine Wächterei, oder? Hau mal, hier was. Oh, wenn du das so machst. Wende mir ruhig den Rücken zu, damit kann ich leben. Vollkommen in Ordnung. Okay, und ich frage mich jedes Mal, warum steht hier etwas? Skelett? Den tut sich aber nichts. Tut sich einfach nichts. Ich hab mir immer gedacht, was bewacht der Typ denn? Was hat der für eine Funktion? Der hat einfach irgendwie nichts. Aber wenn ich mir so angucke. Ne, da geht's auch von irgendwo hin, oder? Ja, irgendwie dann aber doch schon, oder? Ja, vielleicht ist das dann der richtige Weg, wie man dann zu den anderen Seelen kommt. Also, falls ihr noch wisst, also den Weg, den ich gesucht habe. Aber ich habe keine Ahnung, Leute. Falls ihr irgendwie eine Ahnung habt, schreibt es mir bitte in die Comments. Schreibt es mir bitte in die Comments. Ich war da nämlich noch nie. Hab das noch nie geholt, was da war. So. Was ich bisher noch nicht wusste, was mir vollkommen. Was ich erst später erfahren habe. Wieso geht das jetzt nicht? Geht das nicht von der Seite? Ne, wartet mal. Das sind nämlich Aufzüge hier. Tatsächlich, ja. Erschlossen. Okay, geht wohl noch nicht. Erst wohl erst später. Aber das sind Aufzüge. Das wusste ich bis heute noch nicht. Das habe ich letztens erst in einem Art Let's Play gesehen. Dass das Aufzüge sind. Das wusste ich gar nicht, Leute. Das ist so krass, was man immer wieder neu herausfindet in dem Spiel. So, gut.
Das heißt, wieder aufpassen auf den Typen, der da oben wirft. Der ist nämlich direkt gleich über uns. Laufen. Und laufen. Achtung, der explodiert jetzt wieder. Wo schmeißt der hin? Auf mich. Aua. 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 Ich weiß, es tut weh, aber ich muss jetzt einfach durch. Okay. Oder mein Freund mit der Armbrust. So. Ihr könnt euch denken, der Typ da oben ist ein Gegner, wenn man die einmal killt, dann ist er auch für immer weg. Na? Das ist er auch zum Glück. Aber bevor ich ihn begegne, ne, die haben wir so, schon so einen Riesen bekämpft, die sind ja nicht ganz ohne. Alter, komm mal. Aua, Alter. Aber dafür ist jetzt gerade ein bisschen matt. Kann gerade auf den Kopf schlagen, wenn ich mal treffen würde. Komm ich auch noch mal so rein. Oh, er ist gerade vergiftet. Sehr gut. Ja, sehr gut. Er ist immer noch kaputt. Und er ist jetzt sogar tot. Sehr geil. 3000, was gibst du mir? Grauer Brocken. Gut, das war ja ziemlich klar. Jetzt wird dir die Teile eigentlich draufhauen. Nee, einfach kaputt. So. Hm. Und hier das Große da hinten. Mit der... Ja, es ist eine Axt. Mit der großen Axt. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was das ist, oder? Ich glaube, ihr könnt euch denken, was das ist. Aber allein jetzt schon wieder hier. Der Ausblick. Da hinten waren die Belgargoyles. Da ganz hinten war irgendwo, war irgendwo mal der Drache. Wenn wir sogar gut sind, können wir von hier vielleicht sogar noch den Feierlingsschwein sehen. Der müsste ja dann irgendwo da unten sein. Na gut. Aber trotzdem, ey, ich liebe das mit dem ganzen Ausblick. Und, ach, seht ihr das da oben? Ja. Ach, Leute, ich liebe Dark Souls für seine Architektur. Hat mit eines der besten Level-Designs, die ich so überhaupt mal gesehen habe. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück. Denn schließlich wollte ich an den anderen Seelen noch aufheben. Nicht wahr? Den Typen lasse ich einfach mal Typ sein. Den lasse ich einfach mal da rumstehen. Kein Bock, den jetzt irgendwie zu bekämpfen. Okay. So. Und dann sind wir gleich wieder unten. Der Typ habe ich gerade bemerkt. Macht aber auch nichts Großartiges. Kann ich die Teile jetzt... Kann ich jetzt aktivieren? Nee. Komisch. Kann ich das vielleicht? Nee. Komisch. Wo gibt es dafür den Schlüssel? Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Jetzt ist es etwas gefährlich. Ich kann hier rüberspringen. Wäre aber auch mal tot, wie ihr seht. So. Ja, ich glaube, ich möchte sowieso runterspringen. Also wenn ich runterfallen sollte, dann falle ich halt runter. Tut es halt ein bisschen weh, aber ich glaube, ich werde nicht sterben. Aber was ich erstmal versuchen werde, ist darüber zu springen. Ja, es ist extrem knapp. Aber man kann es schaffen. Aber dafür gibt es hier was Feines. Nämlich ein Händler. Ja? Oh. I took my son's fortress alone. But I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle it? Yes, I remember that feeling. For I was the same. So let me help you out with your soul searching. Okay. Gegenstand kaufen. Richtig geil, der Typ hat grüne Blüten im Verkauf. Nur zu schade, dass sie so viel kosten. Und ich werde, glaube ich, auch selten eine benutzen. Zumindest jetzt. So. Der hat hier ganz, ganz geile Sachen, der Kollege. Erstens den Turmschild. Haltung 72. Und so weiter und so fort. Hat hier ein paar nette Bolzen. Und er hat die Katharina-Gamaschen. Also die ganzen
ganzen fetten Rüstungen, die wir schon mal hatten. Und das ist ganz, ganz wichtig, sind die hier. Ganz, 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 ganz wichtig. Dünner Steinplattenring. Steinplatten sind die Symbole des wahren Kriegers und gewähren Stärke im Kampf. Die gelben Steinplatten symbolisieren Donner und verstärkte Verteidigung gegen Blitze. Und das ist ja verstärkt Magieverteidigung. Auch wichtig, aber für mich ist erstmal das unheimlich Wichtige. Ja, und alles andere kann mir eigentlich erstmal getrost egal sein. Auch wenn ich gerne auch die Rüstung kaufen würde, mich aber alles komplettiert habe. Ich glaube, ich werde mir wirklich irgendwann mal alles kaufen, was es gibt. Einfach nur, damit ihr es auch sehen könnt. Und ja, ist einfach so. Das gehört auch für mich dazu, dass ich einfach mal alles abräume. Okay, reden wir mit den Typen ein bisschen weiter. Let me give you a nibble of advice. Don't even consider visiting Amorlondo. Not in your state. For a century they've tried and failed. The Night King Rendel, Black-Eyed Tarkus, and even Logan himself. You won't stand a chance, you'll be eaten alive. But go along if you wish. If only to deepen your despair. Let me give you a nibble of advice. Don't even consider... Okay, das haben wir schon gesehen. Also der Typ ist eigentlich eine relativ starke Pussy, hm? Der Typ ist eine relativ starke Pussy. Der traut sich gar nichts. Okay. Das soll hier nicht runterfallen, wie ihr seht. Das geht schon ganz schön tief runter. Und ja, ich kann das Schild auch ablassen. Gibt keinen Grund, das Schild zu ziehen. So. Man kann euch noch erinnern an diesen einen Magier auf der einen Brücke. Ja, der ist hier auf der Brücke. Und gute Nacht. Er lebt immer noch. Unglaublich. Tschüss. Was gab's hier nochmal? Glaube ich nur eine Seele, oder? Ah, Käfigschlüssel. Käfigschlüssel. Ja, damit hätte ich jetzt auch, wenn ich nicht den Generalschlüssel hätte, mein Gott, meine Aussprache ist manchmal für den Arsch, hätte ich dann Wicked Logan und die eine Seele holen können. Weil ansonsten, ne, Generalschlüssel ist halt, ja, den gibt's halt nur selten. Ich glaube, den kriegt man auch irgendwo, oder den kann man auch, glaube ich, irgendwo mal kaufen. Aber es ist halt so gut, den Track vom Anfang an zu haben. Das ist halt wirklich die Empfehlung von mir. Okay. Super. Dann. Ja, dann. Ne? Hoffentlich überlebe ich's. Ich glaube, ich muss das überleben. Weil woanders kann ich nicht runterspringen, oder? Ich kann vielleicht von da runterspringen. Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal die Methode, die ich ausgedacht habe. Okay, und... Jumps! Es hat nicht gereicht. Okay, ist egal, da lande ich halt so tief. Armbrust und Armbrustbolzen, na gut, von mir aus. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich, aber... Ist auch in Ordnung. Ist halt auch irgendwie in Ordnung. Schade. Aber zumindest habe ich auch das dann abgehakt. Dann muss ich auch nicht mehr da langlaufen. Ne? Ist doch auch etwas. So. Dann Heilung. Gut, dass ich eigentlich auch schon wieder zwei... also so schön... zwei Menschlichkeit habe. Ich habe damit was vor. Aber erstmal hole ich mir das hier. Seele Ehrenwetterritter. Oh, oh, oh. Damit werde ich gleich mal ein bisschen boosten, um mich ein bisschen um mich zu leveln. Und hier eine große Scherbe. Aber bevor ich dahin laufe, was gibt's denn hier? Voll die Ritter. Nein, ernsthaft? Habe ich jetzt nicht gedacht, dass da ein Ritter ist. Es gibt immer solche super Gedächtnisbolzen. Oh, aua. Den kannten wir schon einmal. Und diesmal werde ich ihn noch zu backstabben. Geht das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Oh, komm. Hau noch mal zu. Damit ich muss irgendwie durchkommen. Ja, ist gut. Alter. Bitte nicht nochmal hauen. Bitte nicht nochmal hauen. Ich hatte eine leichte Erinnerung gehabt. Ich hätte doch das andere Leuchtfeuer aktivieren sollen.
Ich war doch zu übermütig. Ach du Scheiße. Wie viel Seelen war das, die ich da hatte? 29.000? Oh, die stehen jetzt auf dem Spiel. Und jetzt auf dem Weg nach oben ist das... Ist halt alles saugefährlich, ne? Ist halt alles wieder saugefährlich. Ach du heilige Scheiße. Schlechte Laune bahnt sich an bei mir. Oh ja, das tut es. Oh ja, das tut es. Oh ja, das tut es. Zumindest sind sie jetzt mit einem Backstab auch tot. Zumindest etwas, was ich toll finde. In der momentanen Situation. Fuck, aber auch, ey. Wenn ich jetzt irgendwie auf dem Weg sterben sollte, durch eine Guillotine oder sonst etwas, Alter, wäre das kacke. Das wäre so kacke. Hauen, nochmal hauen und nochmal hauen. Perfekt. So, und da unten gab es wirklich nichts, ne? Auch nichts unter der Brücke oder so? Ich glaube, nee. Ich glaube, da gab es aber nichts. Knapp für das. Boah, Alter. Aber ich musste natürlich riskieren, weil ich bin ja so ein Bekloppter. So, den Feuerring kann ich wieder ausziehen. Und stattdessen kann ich jetzt einen Donnerstand anziehen wegen den ganzen Blitzviechern. Und dann ist das auch halb so wild, was die mir antun. Oh, es war knapp. Jetzt bin ich fast reingeschubst, du Arschloch. Gute Nacht. Alter! Lass mich doch bitte da durch. So. Der Typ pennt wieder da unten. Die Mauer ist auch wieder zu. Ich lasse ihn auch einfach mal pennen. Mumm den auch nicht. So. Wo bist du? Du liebste Schlange. Wieso kommt hier nichts? Wieso kommt hier nichts? Das wundert mich gerade etwas. Aber soll es ruhig sein. Von mir aus. Gute Nacht. Aber gute Nacht. Ah, jetzt kommen sie auf einmal. Na, von mir aus. Besser später als nie. Ah, hab ich schon angelockt. Und jetzt auslösen. Komm, schnell. Gute Nacht. Ich liebe es, Sachen gegen Gegner einzusetzen, die sie selber eigentlich erbaut haben. So. Und jetzt heißt es wieder ausziehen, 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 ausziehen. Und jetzt wieder hochlaufen und jetzt fix, 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 fix. Und durch. Wunderbar. Ach komm, mach mal jetzt in die Richtung. Ich krieg gleich noch ein paar Seelen. Weil die Schlange gleich stirbt. So, dann wieder ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten und ausrüsten und perfekt. Gut. Das wieder auslösen. Ah Mann, ey, ich krieg das schon etwas auf, dass ich da jetzt in der Schule gestorben bin. Verdammte Scheiße aber auch, ey. Fuck, ich hätte lieber das Leuchtfeuer aktivieren sollen. Was in der Nähe war. Jetzt kommt nämlich hier die gefährlichste Stelle, wie ich finde. Und das ist die gefährlichste Stelle hier in Sensfestung. Nein, das war doof. Ich musste direkt laufen. Und stehen bleiben. Nein! 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 Die ganzen 1000 Seelen, die 29.000 Seelen sind weg. Scheiße. Ist jetzt einfach passiert. Kann ich auch nichts sagen. Jetzt gehen wir machen. Scheiße. Zu früh. Fuck. Krieg jetzt nur eins ab. Ist doch irgendwie gerade alles schief. Ganz, ganz toll irgendwie. Oh nein, der hat auch so einen Schlag noch raus.
Was? Wieso habe ich die eigentlich ganz nett angehabt? Oh Mann, ey, das regt mich echt auf, dass jetzt die ganzen 29.000 Seelen weg sind. Ja, schieß mich ruhig ab, du Penner. Und hauen. 1, 2 und 3. Lass mich durch. Och, ist das alles Kacke. Das ist echt alles Kacke. Na, jetzt bitte bleib nochmal in Ruhe, du Penner. Und vor allem, dass das noch viel schlimmere ist, ich hätte die Käfigschlüssel öffnen können und dann die Abkürzung schaffen können. Habe ich auch verkackt. Ich habe echt Riesenscheiß gebaut. Ach, das habe ich auch noch aktiviert gehabt. Sehr schön. Ja, vielleicht schaffst du es ja noch. Glaub nicht, oder? Es sieht einfach immer so geil aus. Okay, und jetzt nichts hier hoch da. So. Komm her. Alter, komm jetzt her. Ich bin gerade so doof, oder? Ich bin gerade unheimlich doof, irgendwie. Ich habe gerade nichts zu sagen, Leute, ey. Das ist ohne Worte. Wieso sterbe ich jetzt an Stellen, wo ich noch nie gestorben bin? Noch nie. Wir waren schon ganz oben, ey, und... Alter, ey. Manchmal könnte ich mir so derbe den Arsch beißen, ey, Leute, das gibt's gar nicht. Komm jetzt her. Komm her, und so. Wie weit ich springen können, ist manchmal echt krass. Jetzt kann ich hier nicht mehr umrunden. Ja, mach ruhig, was du willst. Ach, das ist alles scheiße, Leute. Das ist alles so scheiße. Und vor allem sind auch meine zwei Menschlichkeit weg. Das fällt mir auch gerade auf. Schön! Ach, ist das alles toll! Ist das alles toll! Ah, meine Laune wird immer schlechter. Ich sag's dir, Sinnsfestung ist einfach so scheiße. Ich sag doch, dass ich hier mindestens dreimal sterbe. Wie oft sind es jetzt? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht gut gezählt. Aber es wird eine schöne Stelle für die Death Compilation werden. Das könnt ihr mir glauben. Ach, ist das alles ein Riesenkack. Echt keine Worte dafür habe ich. Ist echt. Das ist echt mal so ein Part, wo, ja, wo ich halt ein bisschen Fortschritt gemacht habe, aber im Grunde darf ich den ganzen Kram jetzt noch mal machen. Ja, geh weg jetzt. Und die machen ganz schön Blutungsschaden, die Deppenviecher, ey. Alter. Ich und mein Glück, nicht wahr? Ich und mein Glück. Kommt nicht mehr runter, oder? Nee, leider nicht. Deswegen kommen die hier wieder runter, ja. Ach, es ist alles scheiße. Zumindest will ich den Typ nicht mehr töten. Das ist zumindest die einzige schöne Sache in der ganzen Sache. Sehr, danke. Nicht ausgelöst. Er löst es natürlich auch nicht aus.
Weil, warum denn auch? Der Typ ist ja nur zweimal größer als ich. Das ist immer so das Problem. Wenn man einmal richtig verkacke baut, baut man Kacke am laufenden Band. Und eigentlich muss man sich beruhigen, um die ganze Sache Herr zu werden. Und los. So. Ach, meine Fresse, ich habe immer so ein Riesenpech, Leute, das gibt's gar nicht. Aber jetzt genug Gejammer. Ich muss ja mal jetzt richtig hier meinen verlorenen Skill wieder aufholen. Zumindest sind wir schon fast wieder oben. Zumindest fast, ne? Wenn ich jetzt gleich nicht wieder die scheiß Guillotinen werden. Weil die Guillotinen, ey, das ist echt. Ich kann noch ein bisschen. Ich stehe bleiben, oder? Ich kann noch ein bisschen. So, aber auch nicht weiter. Ich wage es auf jeden Fall nicht komplett durchzulaufen. Das dürfte ich nicht schaffen. Wo muss ich stehen bleiben? Hinter der Kerbe, oder? Vor der Kerbe? An der Kerbe, oder? Ja, an der Kerbe am besten stehen bleiben. Gut, gut stehen bleiben. Was? Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dark Souls Level 4. Tschüss.